Die Chayas, juckt es kein Stück, Digga, dass du Motorrad fährst. Mach das nicht, Digga. Egal, was da drin steht, nach 10.000 Kilometern, das kostet 100 Euro ein Ölwechsel. Bitte mach das. Das ist ein Brabus. Alle im Lotto gewonnen, den Führerschein. Ohne Spaß. Ich kann es mir nicht anders erklären. Digga, was macht denn der Rudi? Und damit guten Morgen, YouTube. Ja, wie geht's euch an diesem wunderschönen Tag? Mir geht es ganz okay. Heute ist mal einer der wenigen Tage, wo nicht Regen ist in München. So, was machen wir heute? Wir fahren heute in eine Straße, ich weiß nicht mehr, wie die heißt. Auf jeden Fall Bonzen-Gegend, so wie es aussieht. Ich sollte da einfach mal hinfahren und dann dachte ich mir so, Brudi, dann fahre ich da jetzt einfach mal hin. Mal schauen, ob das Grünwald überbieten kann. Mir wurde dann auch gesagt, ich solle doch mal ein Video machen über ein paar Dinge, die ich gern wüsste oder die ich gern gewusst hätte, bevor ich den Schein gemacht habe. Ich dachte mir, gut, mache ich. Ich habe lange überlegt. Mir sind zwei Dinge eingefallen. Ich habe nicht mehr hinbekommen. Digga, warum staut es sich denn hier immer wieder? Das ist unglaublich. Bruder, jetzt werde ich angerufen. Digga, das kannst du dir nicht ausdenken. Jetzt ohne Spaß. Jedes... Wenn ich auf diesem Bike sitze, fällt irgendeinem ein, boah, Brudi, Dani kann ich ja anrufen. Egal, kommen wir zum Hauptthema des Videos zurück. Dinge, die ich gern gewusst hätte, bevor ich den Schein gemacht habe. Sache Nummer 1, die Chayas. Juckt es kein Stück, Digga, dass du Motorrad fährst. Alle Jungs da draußen, die mit den Gedanken reingehen, Brudi, ich mach Schein, damit die Chayas vor der Tür anstehen. Nein, das einzige Interesse, was ich von einer weiblichen Person bekommen habe bezüglich des Motorrads, war von meiner Mutter, die mich gefragt hat, bist du komplett B? Also ja, ihr solltet gar nicht erst mit dieser Einstellung reingehen, weil es ist halt, nee, einfach nein. Und Punkt Nummer 2, es ist verdammt nochmal ein teures Hobby. Also es ist extrem teuer eigentlich. Ich habe es mir bei weitem nicht so heftig vorgestellt. Ich bin halt da reingegangen mit dem Gedanken, ja Brudi, kaufst dir ein Bike für 1000, 2000 Euro Benzin und gib ihm. Schön wär's. Kommt halt noch Vater Staat. Versicherung, okay, Versicherung ist nichts, Digga. Was zahle ich für dieses Bike? Ich glaube 100 Euro im Jahr. Steuer sind ein Zehner. Also Vater Staat greift da nicht so heftig rein. Aber alles, was hier rum zu tun hat, das ist schon uff. Also Ausrüstung, wenn ihr anständige Ausrüstung haben wollt, eine Lederkombi. Brüder, seid ihr halt instant mal 800 Euro los. So gefühlt die Hälfte dieses Bikes müsst ihr nur an einer Lederkombi zahlen. Dann ein guter Helm kostet halt auch 300 Euro oder sowas. Dann, Brudi, Inspektionskosten, ne? Es ist nicht normal. Wie kann ein Motorrad gefühlt doppelt so viel in der Inspektion kosten als mein Auto? Also ich weiß warum, weil das Motorrad ist halt nicht wie ein Auto. So ein Auto juckt halt nicht. Das fährt 15.000 Kilometer mit dem gleichen Öl. Bei einem Motorrad musst du in 15.000 Kilometern gefühlt den kompletten Motor auseinanderbauen. Die Wartungen bei Motorrad sind halt extrem hoch. Allein schon die Tatsache, dass ich nach dem Checkheft alle 6.000 Kilometer das Öl wechseln müsste. Wenn ihr bedenkt, in meinem Auto sind so 10.000 normal. Natürlich, da gibt es Checkhefte, da steht drin, alle 30.000 Kilometer Longlife tauschen. Jungs, Mädels, der macht das nicht, Digga. Egal, was da drin steht, nach 10.000 Kilometern, das kostet 100 Euro ein Ölwechsel. Bitte macht das. Ansonsten halt einen Stellplatz müsst ihr suchen, weil im Winter könnt ihr sie halt nicht draußen stehen lassen. Das heißt, ihr braucht einen Garagenstellplatz. Der kostet dann nochmal Geld. Ich habe es mir bei Weitem billiger vorgestellt. Es ist halt gefühlt so teuer wie ein Auto. Okay, vielleicht nicht ganz so extrem, aber es ist jetzt nicht etwas, was halt komplett unbemerkt bleibt. Also ich glaube vom Ring, ich bin da oben halt schon ein paar Mal vorbeigefahren. Ich glaube, man sieht schon ein paar Villen. Also so ist nicht, dass ich jetzt komplett blind hier reingehe. Ja, also bis jetzt ist das halt so eine komplett normale Straße hier. Ja, okay, EQS oder E? Ich sehe es nicht mehr von hier. Ja, okay, ja. Ein paar Sachen sind ja halt schon fancy. So wie dieses Haus hier oder... Ja, okay, ja. Aber es riecht gerade brutal nach Kanalisation hier. Ja, ich warte, ich glaube, irgendwo da oben ist der Ring, genau. Und dann müsste geradeaus müssten dann noch fette Bonzen. Yo, what the fuck? Wo bin ich hier gelandet, Diggi? Uff, uff, uff. Da ist halt auch eine Kamera. Bro, gefühlt alles hier ist Kamera überwacht, Digga. Was ist... Ja, okay, ja, es ist schon fette Gegend hier. Dann fetter Rangy und noch ein Rangy. Bitte geh nicht auf die Straße, danke. Ist vergleichbar mit Grünwald. Es gibt dort bei mir im Viertel, gibt halt auch so fette Bonzenstraßen. Die sind halt noch nicht so lang. Das muss man auch sagen. Oder also hier fährst du ja gefühlt eine halbe Stunde. Der Geist ist ein Brabus? Ja, oder? Das ist ein Brabus. Da steht halt einfach ein Lader. Okay, ja.
Das gehört hier auf jeden Fall hin. Ich wollte die Wiese noch mit euch abchecken, aber wenn das so weitergeht... Bro, ich weiß nicht, wo ich rauskomme hier. Ohne Spaß. Uff. Das war schön. Okay. Wo bin ich? Ich gehe mal nach rechts. Im Übrigen, hier ist ein grüner Pfeil. Ich darf hier über Rot fahren, Osan. Solange ich einmal stehen bleibe, hier, ich bin stehen geblieben, jetzt darf ich weiterfahren. Und vorne wieder kommt, dass ich über Rot gefahren bin, denke ich. Wie viel Akku habe ich denn noch? Ich sehe es nicht. Ich müsste dafür stehen bleiben, aber es gibt halt keine Ampeln hier. Jetzt müssen wir es nur bis zur Wiesen schaffen. Vielleicht werde ich euch ganz kurz anteasern für die Wiesen, Digga, weil jetzt ist halt schönes Wetter. Aber ich weiß nicht, ob ich ein Video über die Wiesen hinbekomme. Weil ich würde, wenn dann überhaupt, am Abend losfahren und am besten am Wochenende, da wo halt die ganzen Besoffenen unterwegs sind. Aber dieses Wetter. Ey, ich hab einen richtigen Hass auf Deutschland. Ich mein's todernst, Mann. Das Wetter ist eine einzige Katastrophe, Bruder. Die gesamte Wiesn hatte bis jetzt einen hübschen Tag. Das ist der zweite heute. Wir fangen einfach mal den Zentrum schildern, weil Zentrum Wiesn ist ja gefühlt das gleiche. Im Übrigen, ich trage eine Jacke, gell? Also es ist wirklich kalt in München geworden. Ne? Auf einmal! Naja, es hatte noch 30 Grad und innerhalb von 2 Tagen hat es halt 5 Grad nachts nur noch. Ich schaue jetzt, wie viel Akku ich noch habe. Okay, ein Viertel. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Digga, wo bin ich jetzt bitte? Altstadt Lehe. Digga, ich muss hier nur gerade aus, dann hab ich's. Und jetzt sollten wir irgendwo beim Friedensengel sein. Und dann sind wir nicht mehr weit von der Theresienwiese, meinte ich. Aber ich weiß nicht, ob wir es mit dem Akku hinschaffen. Ich gebe mein Bestes. Da ist der Friedensengel, habe ich doch gesagt. Jo, was sind denn das hier für Gebäude? Ich glaube, ich war schon ein paar Videos in dieser Straße, aber ich habe halt nie wirklich beachtet, was hier so ist. Fahre ich hier in den Tunnel rein und dann bin ich schneller, bin ich das? Ja, dann bin ich schneller. Ich weiß nicht, ob ich es durch den Stau schaffe, Digga. Ich fahre so, weil ich glaube, so habe ich auch die besten Chancen, irgendwie in die Nähe vom Hauptbahnhof zu kommen. Boah, da steht halt wieder, Digga. Ich hasse es, in München zu fahren, ohne Spaß. Überall steht jemand. Ja, aber hier ist wenigstens gewohnte Gegend. Hier kennt man sich aus. Nicht irgendwelche Bonzengegenden, nein. Einfach der Hauptbahnhof. Boah, das staut sich bis hierhin schon. Uff. Da, dann rechts und dann vielleicht so, muss ich echt schauen, Digga. Was? Bruder. Digga, was machen die Leute? Also seitdem die Wiesn ist, sind auch nur Experten in München unterwegs. Bruder, die Leute, die aktuell Auto fahren in München, alle im Lotto gewonnen, den Führerschein. Ohne Spaß. Ich kann es mir nicht anders erklären. Also noch läuft die Aufnahme. Ich will es nur bis nach vorne schaffen. Ich glaube, das ist so einer der nächsten Punkte, wo man zur Wiesn hinkommt. Aber es wird halt nichts los sein, weil heute ist Montag, Daggy. Also im Übrigen ganz kurz, ich glaube, kein normaler Münchner fährt hier diese Straße entlang, während Wiesn ist, weil es ist eine Qual. Es ist, Bruder, diese Straße ist die mit Abstand schlimmste. Die ist an sich schon nicht gut. An sich ist hier schon nicht gut entlang zu fahren. Und wenn Wiesn ist, da ist es nur noch eine einzige Katastrophe.